السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سب سے پہلے تو میں آج Als erstes möchte ich heute Ihnen und allen Ahmadis auf der ganzen Welt ein sehr gesegnetes neues Jahr wünschen. Ich habe von verschiedenen Personen und Jamaats und Institutionen Mubarakbad bekommen und wünsche Ihnen auch ein gesegnetes neues Jahr. Und diese Segnung sei mit dem folgenden Gebet, dass Allah durch seinen Segen und durch seine Gnade mehr als zuvor dieses Jahr mit seiner Gnade erfüllt, mit seinen Segnungen erfüllt und dies ein segensreiches neues Jahr wird. Und dieses Gebet ist ein Gebet eines jeden Ahmadis und sollte auch sein, denn es ist unsinnig, einfach nur ein neues gesegnetes Jahr zu wünschen, weil das andere tun, sondern es geht um den Wunsch, dass man wirklich Allahs Gnade, seine Segnungen haben möchte und dass man dafür betet. Aber dieser Wunsch ist nichts wert und auch diese Gebete werden nicht fruchten, wenn wir unsere Fähigkeiten und unsere gottgegebenen Fähigkeiten nicht dafür nutzen, die Segnungen Allahs in uns aufzunehmen, jene Fähigkeiten, die Allah uns gegeben hat. Wenn wir also nicht die Gebote einhalten, die uns Allah auferlegt hat, dann wird unser gemeinsames Tahajjud-Gebet am Neujahr nicht viel bringen. Wenn diese freiwilligen Gebete in uns nicht den Zustand hervorrufen und uns dazu bewegen, dass wir jetzt versuchen müssen, dass diese Nawafil und diese freiwilligen Gebete eingehalten werden, dass wir das Niveau unserer Gebete erhöhen und die Segnungen in uns aufnehmen. Und in unserem praktischen Leben jede unsere Aufgabe für das Wohlgefallen Allahs zu tun, das sollte der Versuch sein.
Wenn das unsere Denkweise ist und wir vor 2 Tagen unser neues Jahr mit dieser Denkweise begonnen haben und auch mit dieser Denkweise einander ein gutes und gesegnetes neues Jahr wünschen, dann sind wir solche Menschen, die wahrlich die Gnade und die Segnungen Allahs aufnehmen können. Möge Allah uns allen dazu befähigen, dass wir diese Denkweise und diese Absicht haben. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann beten wir dafür, dass Allah dies so machen soll, dass dies unsere Absicht wird. Denn das ist die Absicht und die Denkweise, die einen Menschen auch dazu befähigt, die von Gott gebrachten Segnungen ihnen gegenüber dankbar zu sein. Auch die Segnungen, die wir letztes Jahr erhalten haben. Und dass wir in der Lage sind, Allah zu gedenken und aufrichtig vor Allah uns bücken. Denn das ist der Sinn unseres Lebens, welches uns Allah mitgeteilt hat. Das ist also der Geist, der hinter den Segenswünschen sein sollte. Wenn wir das vergangene Jahr im Detail betrachten, dann sehen wir, dass wir zwar einige Schwierigkeiten auch in der Jamaat hatten, aber das Jahr 2013 hat viele Segnungen Allahs mit sich gebracht. Wenn wir also diese Segnungen aufrechterhalten möchten, dann müssen wir Demut, Gebete und Aufrichtigkeit zeigen, damit wir diese Segnungen in uns aufnehmen können. Vor allem sollten diejenigen, die verschiedene Verantwortungen in der Jamaat haben, sollten vor allem und insbesondere beachten, dass diese Segnungen nur dann aufgenommen werden können, wenn wir demütig sind und wenn wir beten und wenn wir mit Fleiß und Demut arbeiten. Einige Menschen geben sich damit zufrieden, dass wir in der Jamaat so und so viele Verantwortungen und Ämter haben. Dass dieser Satz, der aus ihren Mündern entspricht, sie sagen, wir haben die Möglichkeit bekommen zu arbeiten, doch dass den Sinn und das wahre, die wahre, den wahren Dienst können sie nur dann wahrnehmen, wenn sie nicht an Ämter denken, sondern an Khidmat-e-Din denken, an den Dienst an die Menschheit, an den Dienst an den Glauben. Das heißt, man sollte den Dienst an den Glauben als Segen Allahs sehen. Wenn das der Gedanke ist im Herzen, dann ist es wichtig, dann ist es gut. Und nicht seinen Stolz und dass man sich besser gedenkt als andere, das sollte nicht im Herzen vorhanden sein. Hochmut und Stolz, diejenigen, die immer demütig sind und die Demut zeigen und Aufrichtigkeit zeigen, Allah segnet ihre Aufgaben, ihre Dienste. Und auch diejenigen, die mit diesen Menschen, mit solchen Menschen arbeiten, auch die Mitarbeiter sind dann in der Lage, sie zu unterstützen und gut zu arbeiten und auch die Mitglieder der Jamaat sind in der Lage, diese Absichten aufzunehmen. Möge Allah allen unseren Amtsinhabern und Dienern die Möglichkeit geben, dass sie demütig sind, dass sie aufrichtig sind, dass sie mit Fleiß arbeiten und mehr als je zuvor tun. Wenn das passiert, dann werden sie wahrlich in der Lage sein, zu wahren Helfern des Khalifatul Masih zu werden. Und auch die Mitglieder der Jamaat werden in der Lage sein, mit Treue den Glauben der Welt vorzuziehen und die Aufgaben der Jamaat vorzuziehen, damit wir die Segnungen Allahs immer weiter sehen und immer ewig für ewig diese Segnungen sehen. Jeder Ahmadi weiß, dass unsere Aufgabe darin besteht, die Mission des verheißenen Messias al-Islam weiterzutragen. Jene Aufgabe weiterzutragen,
die darin besteht, die Botschaft des Islam in der ganzen Welt zu verbreiten, die Muslime zusammenzuführen, die Welt vor Gott niederbeugen zu lassen. Durch die Gnade von Allah ist die Jamaat in der Lage, diese Aufgabe zu tun. Moscheen werden errichtet, das Tablir wird gemacht, Literatur wird vorbereitet und verteilt, Mubellerin und Murabiyan werden vorbereitet und in verschiedene Länder geschickt. Diese ganzen Aufgaben geschehen durch die Gnade von Allah und durch seinen Segen in der Jamaat. Wie ich auch gesagt habe, hat Allah gesagt, dass der Sinn unseres Tablirs darin besteht, ihn anzubeten. Der Sinn unseres Lebens besteht darin, ihn anzubeten. Und ein Muslim muss immer das Namaz, das Salat verrichten, und zwar in Gemeinschaft, bei Jamaat, in Moscheen und an Gebetsstätten, wo gemeinsam gebetet werden kann. Dafür ist es auch wichtig, dass man Moschee errichtet. Von den vielen Segnungen, die Allah im letzten Jahr uns gegeben hat, ist das auch ein großer Segen, eine große Segnung, dass wir in der ganzen Welt die Möglichkeit bekommen haben, Moscheen zu errichten und Moscheen lebendig werden zu lassen. Vor allem auch in Europa und Australien und anderen Orten ist das geschehen, auch im Fernen Osten, aber vor allem in Afrika und Indien ist in der Hinsicht sehr viel passiert. Ich werde eine kleine Analyse zeigen. Im Jahr 2013 hatte durch die Gnade von Allah wurden 136 Moscheen und in Indien auch darüber hinaus temporäre Moscheen wurden errichtet. Und das sind 22 weitere Moscheen, die in Indien errichtet worden sind. Und 258 Moscheen wurden neu erworben. Nämlich so, dass die Jamaat, die dort das Tablir macht, dort haben wir diese Moscheen, die den verschiedenen Leuten gehörten, den verschiedenen Imamen gehörten, die Jamaat akzeptiert haben. Diese haben ihre Moscheen direkt der Jamaat zur Verfügung gestellt. Und so hat die Jamaat diese Moscheen erworben. Vor allem in Afrika und Indien ist das passiert. Und die 158 Moscheen, die ich angesprochen habe, davon sind 102 Moscheen in Afrika errichtet worden und 22 in Indien. Das sind temporäre Moscheen, damit sofort dort das Gebet verrichtet werden kann. Und in Afrika sind 41 Moscheen am Entstehen. Und wie ich gesagt habe, auch in anderen Ländern wurden Moscheen errichtet und werden Moscheen errichtet, genauso Missionshäuser. 121 Missionshäuser wurden gegründet, von denen 77 in Afrika und 5 in Indien errichtet worden sind. Diese zwei Orte, Indien ist auch ein sehr großes Land und Afrika ist ein ganzer Kontinent, in 6, 7 oder 8 Ländern dort geschieht das Tablir der Jamaat auf sehr schnelle Art und Weise. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass unsere Aufgabe darin besteht, die Botschaft des Islam der ganzen Welt zu zeigen, die schöne Lehre des Islams der Welt zu zeigen, damit die Welt davon erfährt, was der Islam lehrt. Und durch die Gnade von Allah sind unsere Mubellerin in dieser Aufgabe beschäftigt. Darüber hinaus gibt es verschiedene Besuche, die ich in verschiedenen Ländern mache, und auch dadurch erfährt die Welt über den Islam, und diese Vorstellung des Islam wird dann weitergeführt durch Mubellerin, die dann in den Zeitungen auch teilweise sehr regelmäßig schreiben, und viele Mubellerin schreiben über meine Freitagsansprachen regelmäßig in den Zeitungen, und auch in diesem Jahr
in dem vergangenen Jahr ist diese Aufgabe auch mit großem Erfolg gemacht worden. Ich habe auch meine Besucher angesprochen und habe auch nach den Besuchen darüber immer berichtet. Die USA habe ich besucht letztes Jahr und dort haben mehr als 12 Millionen Menschen von dem Islam erfahren. In Kanada habe ich zwei Städte besucht. 850 Millionen Menschen haben von dem Islam erfahren. In diesen beiden Ländern ist also ungefähr 20 Millionen Menschen haben über den Islam, die Lehre des Islams mitbekommen. Es gibt große Segnungen von Allah, die wir sehen, dass wir die Möglichkeit bekommen, dass Allah uns neue Wege öffnet, die Botschaft der Ahmadiyyat in der Welt weiterzutragen. Durch meine Besuche, wie ich gesagt habe, sind neue Wege eröffnet worden, um die Botschaft des Islam weiterzutragen, und die Mubalighin haben dies dann weitergeführt. Die aktiven Mubalighin, die einen Eifer besitzen in dieser Aufgabe, die nehmen sich diese Aufgabe an und führen diese Aufgabe weiter. Und durch die Gnade von Allah haben sie großen Erfolg bei dieser Aufgabe und bei dieser Sache. Genauso während der Besuche in Deutschland habe ich zwei Besuche gehabt. Ich habe einige Moscheen, den Grundstein einiger Moscheen gelegt, und auch auf der Dasasalana war ich da. Und die Medien haben das aufgenommen. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz haben die gemeinsamen Fernsehsender diese Botschaft weitergetragen, und insgesamt in Deutschland haben 4 Millionen Menschen von dem Islam erfahren. Dann Singapur, Neuseeland, Australien, Japan. Bei diesem Besuch haben die Medien auf eine großflächige Art und Weise die Botschaft verbreitet, und über 30 Millionen Menschen haben über den Islam erfahren können. Das sind große Segnungen Allahs, die nicht mit den menschlichen Bemühungen gemessen werden können und geschehen können, sondern nur durch Allahs Willen. Was die menschlichen Bemühungen angeht, dann kann man dazu nur so viel sagen, dass der Sekretär von Australien dort eine Zeitung vom Bundesland für ein Interview bat, und der Repräsentant sagte, ich werde kommen, aber als die Zeit anbrach, kam er nicht. Doch Allah lenkte seinen Willen und ein Repräsentant und Journalist von einer Nationalzeitung meldete sich innerhalb von 15 Minuten und kam sofort. Und das sind große Segnungen von Allah, die er uns zeigt. Die Leute hatten überhaupt sie konnten sich das nicht vorstellen, dass ein Repräsentant einer überregionalen nationalen Zeitung sofort kommen würde und ein Interview führen würde. Auch in Deutschland ist zum ersten Mal im nationalen Fernsehen wurde über die Jamaat berichtet. Dann in Australien wurde in den nationalen und internationalen Sendern berichtet. Und wie ich gesagt habe, in 46 Ländern ist diese Nachricht weitergegangen. Das maurische Fernsehen hat das übertragen, auch andere Fernsehsender. Eine Zeitung von Japan, die von 20 Millionen Lesern gelesen wird, die hat mich interviewt, und nicht nur das, sondern auch später den Missionary in Charge interviewt und noch einmal die Nachricht verbreitet und Fragen über den Islam gestellt. Die Moschee, die wir dort errichten, das ist die erste Moschee dort, und darüber berichteten die Zeitungen ebenfalls in Japan. Das ist ein sehr schöner Ort,
Und auch eine Halle haben wir dort bekommen. Und die Richtung der Halle ist genau in Richtung der Qibla und da muss man nichts mehr bauen. In Japan ist also auch die Botschaft des Islam an die Menschen gegangen. Diese Moschee und dieser Besuch hat nicht nur eine temporäre Aufmerksamkeit auf den Islam gelenkt, sondern auch später hat man den Missionar interviewt und deswegen ist das weitergegangen und die Nachrichten wurden erneut gesendet und berichtet und erweitert. Die Gnaden und Segnungen von Allah sind unzählig. Durch das Radio, durch das Fernsehen wird über meinen Besuch berichtet und über 180 Millionen Menschen haben davon erfahren. Und durch 10.000, ungefähr 10.000 Zeitungen haben 160 Millionen Menschen von dem Islam erfahren. Das sind große Segnungen von Allah. Auch in den afrikanischen Ländern geschieht sehr viel und dort geschehen viele Arbeiten, die dort gemacht werden. Durch die Medien bekommen Millionen von Menschen die Botschaft des Islams. In Ghana hat das nationale Fernsehen dort unsere MTA-Programme gesendet. Die Jalsa von 2013 wurden dort auf dem Fernsehen übertragen in Ghana. Diese Programme wurden nicht nur in Ghana übertragen, sondern auch in den Nachbarländern. Allah Ta'ala lässt auf eine besondere Art und Weise die wahre Botschaft des Islams verbreiten und öffnet uns Wege. Die verschiedenen Empfänge, die dort, die in diesem Jahr stattfanden, dort sind viele intellektuelle Menschen anwesend gewesen, die das gehört haben, die eine völlig neue Lehre gehört haben. Und das war eine besondere Verwunderung für sie, dass der Islam eine solche Lehre präsentiert. Die Segen von Allah sind sehr groß. Einige Heuchler oder heuchlerisch denkende Menschen sagen, dass dies durch diese oder jene Person geschah oder dass so und so viel dafür ausgegeben worden sind. Und warum? Es sind nur einige wenige Menschen in der Jamaat, die das sagen. Weder brauchen wir irgendeine Person für die Verbreitung des Islams, das ist eine besondere Segnung von Allah, noch werden dafür Beträge verschwendet. Von solchen Menschen sollten sich die Mitglieder des Jamaats fernhalten und aufmerksam sein. Diese Heuchler sind sie reden auf eine sehr besondere und hinterhältige Art und Weise. Das kann nicht durch irgendeine Person geschehen, sondern das ist eine besondere Segnung von Allah. Und wenn Allah dies nicht gewollt hätte, dann hätten wir machen können, was wir wollen, und dies hätte nicht passieren können. Ich habe auch gesehen, in den verschiedenen Reisen, dass einige große Menschen, die sehr beliebt sind, die sehr berühmt sind, dass die mich treffen wollten, aber ich aus irgendeinem Grund nicht absagen musste. Und diese Menschen haben dann sehr oft nachgefragt und wollten mich treffen. Deswegen, wer glaubt und denkt, dass irgendeine weltliche Person unsere Botschaft weiter verbreitet, dann ist das ein ganz falsches Konzept. Das sind nur Segnungen von Allah. Und auch der verheißene Messias al-Islam hat diese Offenbarung von Allah bekommen, dass ich deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen werde, keine andere Person. Jeder Ahmadi sollte also wissen, dass wir
dass wir nichts von irgendeinem weltlichen Herrscher oder Führer haben und wollen und nur Allah haben. Er ist unser Herr und er ist unser Helfer. Die besonderen Segnungen, die wir sehen, die geschehen allein durch ihn. In Afrika hat dieser Fortschritt auch sogenannte Gelehrte und Mullahs sehr in Sorge geraten lassen. Und sie sind nicht froh darüber, dass die Welt Allah dient und dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam dient und unter seinem Banner kommt, sondern sie sorgen sich darum, dass die Leute Ahmadis werden und warum dies geschieht, warum sie zu dem wahren Islam kommen. In den vergangenen Tagen wurde dort sehr viel unternommen und versucht. Und was das ist, was da geschieht und wieso die Leute zu Ahmadiyyat kommen. Wir wollen einen anderen Islam verbreiten, sagen diese Menschen. Wir wollen Terrorismus verbreiten, wir wollen Gewalt verbreiten. Diese sogenannten, die Leute entfernen sich von dem sogenannten Dschihad. Und das ist es, was die Gelehrten nicht abhaben können und was ihnen in Sorge geraten lässt. Ein Muballigh, unser Muballigh aus Togo berichtet, dass dort in Ayagupu er zu einem Besuch ging und ein Naumobai sagte zu ihm, dass dort eine Gruppe von Muslimen kam und uns zu essen gab und sagte, wir laden sie dazu ein, den Islam anzunehmen. Wir sagten, sie laden uns ein, oder wollen sie uns bestechen, indem sie uns Dinge zum Essen geben. Wir werden das nicht tun. Denn wir haben die Ahmadiyyat, die Jamaat Ahmadiyya ist zu uns gekommen und die haben uns den wahren Islam gelehrt und wir haben den Islam schon angenommen und akzeptiert. Und wir brauchen überhaupt, und sie haben uns nicht bestochen oder irgendetwas gegeben, sondern sie lehren uns die wahre Lehre, die wahre Botschaft des Islam. Sie lehren unseren Kindern, wie man betet. Sie lehren unseren Kindern, wie man den Koran verrichtet. Deswegen werden wir diese Dinge nicht von ihnen annehmen. Die können sie wieder zurücknehmen. Und wir wollen nicht ihren Islam annehmen, sondern wir werden den wahren, den Islam annehmen, den der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht hat und welches von der Jamaat Ahmadiyya propagiert wird. Durch die Gnade von Allah haben dort die Naumubain dort eine Moschee auch errichtet und der Muballigh von Niger schreibt, dass in einem Dorf Botolo Tabligh gemacht wurde und durch die Gnade von Allah hat das ganze Dorf Bad gemacht und sich der Jamaat angeschlossen. Man hat sofort mit Yesarna al-Quran-Klassen für die Kinder begonnen, man hat Refresher-Kurses gemacht und man hat verschiedene Tarbiyati-Programme organisiert. Als diese Botschaft und diese Information an die Wahhabiten dort kam, kam sofort eine Gruppe von Molvis in dieses Dorf und sagte, dass diese Leute Kafir sind, wir werden ihnen alles geben, wir werden Moscheen für sie errichten. Der Dorfälteste sagte, ich bin gebürtiger Muslim und befinde mich im letzten Abschnitt meines Lebens. Ich habe niemals irgendein Kind hier den Koran lesen sehen und keine Töchter gesehen, keine Mädchen gesehen, die Koran lesen. Und jetzt, seitdem die Ahmadiyyat hier ist, lesen die Mädchen den Koran und lernen und lehren. Und deswegen geh weg von hier. Ich habe hier den wahren Islam gesehen und unsere Kinder lernen und lesen. Und ihr sollt hier weggehen und uns nicht belehren. Und daraufhin gingen die Molvis weg. Ein Mobalier aus Burkina Faso schreibt, dass in der Benfora-Region dort in einer Jamaat namens Niankara, dieses Dorf hat 210 Ahmadis, die dieses Jahr die Ahmadiyyat angenommen haben. Zwei Familien dieses Dorfes sind Anhänger der Ansar-e-Din-Gruppierung
und sie versuchen und haben versucht, die Ahmadis wieder zurück zu ihrer alten oder zum Ansar-e-Din zu kommen und sie von der Ahmadiyyat wegzubewegen. Doch die Ahmadis kümmerten sich nicht darum und sagten sogar, dass sie erpresst werden und ihnen wird großes und sie werden bedrückt dafür. Aber die Lehre und die Erziehung, die sie durch die Ahmadiyyat genossen haben, sie sagen, dass sie dieses Licht nicht wieder wegweisen können und sich wieder in Dunkelheit hinführen können. Genauso gibt es ein Dorf in Benin. Dort hat eine Person namens Karim das Bad gemacht und nach 2 oder 3 Monaten hat er aufgrund der Propaganda der Mullahs sich gegen die Jamaat erhoben. Ein Muallim sagt, dass der Muallim ging zum Amir Jamaat und sagte, dass dieser Mensch der Jamaat Schaden zufügt und die Jamaat beleidigt hat. Daraufhin sagte ich, machen Sie sich keine Sorgen, denn Allah hat uns gesagt, dass wenn einer von uns weggeht, wird er uns Hunderte und Tausende geben. Daraufhin ging der Muballigh zu dem Chief dieses Dorfs und er wurde Ahmadi. Und dann in einem anderen Dorf ging er hin. Dort waren auch 2 Personen, die wollten, dass man dort Tabligh macht. Und das Namaz-e-Maghrib wurde dort verrichtet und Tabligh gemacht und 32 Menschen machten das Bett und ein Dorf, in einem Dorf wurde die Ahmadiyyat neu eingepflanzt. Und diese Personen, die Beschimpfungen gegen die Jamaat aus verbreitete, die musste das Dorf verlassen, weil er irgendetwas gemacht hatte, woraufhin die Polizei ihn suchte. Aus Kamerun schreibt ein Mubalir, dass dort das erste Mal, dass Jalsa-e-Khilafat stattfand. Dort gibt es viele Muslime, die gegen die Jamaat sind. Auch dieses Jahr in Kamerun gab es eine pakistanische Delegation von Mullahs, die dahin kam und gegen die Jamaat arbeitete. Und weil dieses Jalsa-e-Khilafat große Anerkennung in den Medien fand, gingen diese Tablighi-Jamaat von Pakistan, wo von 10, 15 Menschen an der Grenze kamen und in diese Stadt gingen. Der Imam dort, Chief Imam und seine Vertreter haben vor 3 Jahren die Ahmadiyyat angenommen. Diese Gruppe, die dahin kam, wollte unseren Muallim treffen. Das ist der Muallim, der hier die Jamaat durch ihn ist hier, er hat Tabligh gemacht in der Jamaat und die Frau von dem Muallim Sab sagte der Delegation, dass er nicht hier ist. Sie gingen in die zentrale Moschee dieser Stadt. Das ist eine große Moschee und das ist eine Moschee der Jamaat. Und sie sagten zu dem Imam, wir möchten Tabligh machen und ihnen die Wahrheit über die Ahmadiyyat sagen. Der Chief Imam sagte, wenn sie gegen die Jamaat reden möchten, dann sage ich ihnen ganz offen, dass diese Moschee, in der sie sind, das ist die Moschee der Jamaat Ahmadiyya. Und wir sind durch die Gnade von Allah alle Ahmadi-Muslime. Deswegen werden sie nicht die Erlaubnis bekommen, das hier auszusprechen. Sie dürfen diese Moschee nun verlassen. Und man holte die Polizei und die Delegation musste diese Stadt verlassen. Genauso sind in Südafrika heutzutage viele pakistanische Maulvis unterwegs. Aus Delhi sind Maulvis unterwegs, aus Saudi-Arabien sind dort Mullahs und auch örtliche Mullahs, die durch die Muslim Judicial Council der Jamaat Schaden zufügen wollen und Programme gegen die Jamaat machen. In
Sierra Leone passiert Ähnliches. Dort sind Tablighi-Mullahs aus Pakistan und aus Al-Azhar-Universität Ägypten und Saudi-Arabien sind hunderte Mullahs dorthin gekommen. Und in jedem Flug sind viele Maulvis, die da hingehen und gegen die Jamaat Ahmadiyya und gegen die Schiiten die Leute aufhetzen. Anstatt dort Tabligh zu machen, verbreiten sie Unfrieden. Die haben dort jetzt ein afrikanisch-arabisches Abkommen vereinbart. Und in Afrika wird große Finanzen werden dort ausgegeben. Und es wird bekannt gegeben, dass dort dieses oder jenes errichtet wird. Aber wie immer gehen sie dorthin, sagen, dass sie das und das bekommen und dann kommt keine Hilfe oder sie essen es selbst auf und es passiert nichts. Und inshallah wird es auch nun passieren. Je mehr die Jamaat wächst, je mehr die Segnungen Allahs kommen, desto mehr Feindschaft wächst auch und das wird auch passieren und wir machen uns keine Sorgen darum. Und das sollten wir auch nicht machen. Denn letzten Endes hat Allah vorherbestimmt, dass diese Menschen erfolglos bleiben werden. Aber Sorgen sollten wir uns darum machen, dass ob wir in der Lage sind, die Segnungen Allahs aufzunehmen, diese Feindschaft entgegenzutreten und unseren Glauben zu stärken. Wir müssen unseren Glauben mehr stärken als je zuvor. Wir müssen mehr uns darum bemühen, für die Mission, das heißt Messias al-Islam, da zu sein. Wir müssen mehr als zuvor beten. Wir müssen dieses Jahr mit Gebeten erfüllen, mit Astaghfar und Durud erfüllen. Und zwar so, dass Allah immer seine gnadenvolle Blicke auf uns wirft und seine großen Segnungen zeigt und diese Segnungen immer größer werden lässt. Damit er die unfriedenstiftenden Feinde zunichte gehen lässt, ihre Pläne. Und damit mögen Allahs Segen mehr werden auf uns. Der verheißene Messias al-Islam sagt, Allah hat in dem Dua große Kräfte gelegt und durch Offenbarung mir gesagt, dass alles, was passieren wird, durch das Dua passieren wird. Unsere Waffe ist das Dua und außer diese Waffe habe ich keine andere Waffe. Das ist die Waffe, die wir auch gebrauchen müssen. Möge Allah uns dazu die Kraft geben, dass wir dies auf eine richtige Art und Weise tun. Heute ist der erste Freitag im Januar und auch das neue Jahr des Waqf-e-Jadid wird in dieser Khutbah bekannt gegeben. Durch auch die Segnungen, die Allah im letzten Jahr auf uns gemacht hat, werden erwähnt durch das Waqf-e-Jadid, die auch heute noch passieren. Ich habe einige Segnungen genannt, die in Afrika geschehen, denn in Afrika wird dieses Geld zu einem großen Teil verwendet. Das ist ein Mittel dazu, dass dieses Geld, diese Mittel für die Moscheen in Afrika und so weiter ausgegeben werden. Dazu möchte ich noch einige Sachen sagen. Wir wissen, dass das Tehrik Waqf-e-Jadid erst nur in Pakistan, auf Pakistan beschränkt war und in der Khilafat-e-Rabia hat Khalifatul-Masih Rabi dieses Projekt ausgeweitet, damit die Aufgaben in Afrika und Indien erweitert werden können. Ich habe Ihnen gesagt, dass im letzten Jahr in Afrika und in Indien verschiedene Moscheen errichtet worden sind und einige gekauft worden sind. Darüber hinaus gibt es noch verschiedene Tablier-Aktivitäten und Hunderttausende fromme Seelen haben Ahmadiyyat, den wahren Islam, angenommen durch die Gnade von Allahs.
Sicherlich sind die Einwohner, die Ahmadis dieser Länder ebenso bemüht, finanzielle Opfer zu erbringen, doch sie sind arm und können nicht so große Opfer erbringen, dass sie alle Kosten übernehmen können. Deswegen geht das Chandra Vakfajit von den reichen Ländern vor allem nach Indien und Afrika. Wie ich aber bereits gesagt habe, auch die Bewohner dieser Länder opfern mit großem Eifer und sind sehr bemüht dafür. In unser Mubaligh von Guinea-Conakry schreibt, dass ein Ahmadi-Jugendlicher sagte, dass der Zeitpunkt seiner Hochzeit feststand, aber die Familie besaß nicht so viel Geld, dass man diese Hochzeit hätte stattfinden lassen können. Und die Jamaat rief zu einer Chanda auf und er gab das Geld, das er besaß, gab er der Jamaat. Und seine Verlobte sagte, was hast du da gemacht? Du hast das Geld, das du besaßt, hast du der Jamaat gegeben. Er sagte, ich bin ein Mensch, der gläubig ist und an Allah glaubt und überzeugt davon bin. Deswegen sollst du dich keine Sorgen machen. Allah wird uns helfen und das wird nicht verloren gehen. Am nächsten Tag, als er auf seine Arbeit ging, bekam er so viel Geld, das er in den letzten Jahren nicht bekommen hatte. Er brachte dieses Geld nach Hause und die Leute waren erstaunt, wie schnell Allah ihm dieses Geld gegeben hat. Schauen Sie, welche Wege des Opferns diese Menschen erbringen. Ein Mubaligh, unser Mubaligh aus Benin, schreibt, dass am Anfang des Jahres in Cotonou im atlantischen Bereich so viel Regen fiel, dass alles unter Wasser war und die Menschen keine Landwirtschaft machen konnten und nichts essen konnten, geschweige denn irgendetwas opfern konnten. Er schrieb auch an mich und um Dua. Und eine Jamaat dort beschloss, dass unsere Güter, unsere Länder jetzt vernichtet sind und wir geben unsere Chanda durch unsere Güter, durch unser Land. Wir werden dieses Jahr versuchen, dass jeder von uns einen Teil seines Guts, seines Lands der Jamaat gibt, damit das alles automatisch ins Chanda geht. Und diese Jamaat nahm sich das vor und dass den neuen Boden, den man säte, den man vorbereitete. Dieser wurde sehr gesegnet von Gott und sie gaben auch das Chanda. Und genauso schreibt eine Frau aus Gambia, als jemand zu ihm nach Hause kam und zu ihr nach Hause kam, um Chanda zu nehmen, ging sie zu ihren Kindern und nahm von jedem Kind etwas Geld. Auch die Kinder ging sie in ihr Haus und holte das Geld, das sie besaß. Und auch die Kinder gingen und brachen ihre Spardosen auf und opferten das Geld für die Jamaat. Schauen Sie, wie Allah auch die Kinder, die Herzen der Kinder für die Jamaat wendet. Dann heißt es, dass eine Naumbaya auf dem Weg war, ihre Kleider irgendwo hinzubringen und daraufhin hörte sie, dass die Jamaat um Chanda für Chanda bat und sie gab alles, was sie besaß, der Jamaat und daraufhin nach einigen Tagen kam ein Paket und sie bekam wieder neue Dinge, neue Kleider und neue Sachen. Genauso eine Frau aus Benin, die sehr verdeckt versucht hat, für die Jamaat zu opfern. Sie hatte eine hohe Opferbereitschaft gezeigt, auch für die Chanda. Aber als im vergangenen Jahr, am Ende des letzten Jahres, noch einmal die Jamaat einen Aufruf für Chanda machte, gab sie noch einmal 100.000 Franken und dankte Allah dafür, dass sie die Möglichkeit bekommen hat. Und als man ihr sagte, dass der Sohn und die Tochter noch nicht Chanda gezahlt hatten,
Und sie tat auch, sie gab auch die Chanda von ihnen aus. Und sie gab alles auch von ihren Kindern aus. Das sind Menschen, die Allah uns gegeben hat, die alles, alle Wünsche, alle ihre Wünsche beiseite legen und für Allah Opfer erbringen. Genauso schreibt der Mubaligh aus Tansania, dass die Nichtzahlenden ihre Chanda sofort zahlten, als man zu ihnen ging. Und viele schränkten ihre eigenen Wünsche ein und gaben Chanda. Dann schreibt Amir Sahib aus Mali, dass unser Muallim Abdul Qadir Sahib die Jamaat der Jamaat die Wichtigkeit der Chanda mitteilte, und der Imam dort war sehr arm und hatte nicht einmal das Geld, dass er ein Fahrrad kaufen konnte. Er fragte, wie viel Chanda brauchst du? Der Muallim antwortete, so viel wie sie geben können, wie ihnen Allah gegeben hat, aber das, was sie geben, versuchen sie, dass das dann aufrechterhalten bleibt. Er gab 1000 Franken und sagte im Herzen, wenn Allah wirklich den Chanda-Zahlenden segnet, dann wird Allah ihm nicht ein Fahrrad, sondern ein Motorrad geben. Und Allah gab ihm die Möglichkeit, dass er ein Motorrad kaufte. Und er spendete noch einmal 65.000 Franken. Genauso in Haryana, der ein Budget von 12.000 Rupien hatte, als man zu ihm ging und sagte, was die Wichtigkeit der Chanda ist, sagte er, ich verdiene 50.000, deswegen sollte man von ihm mehr nehmen. Und er korrigierte sein Budget. Dann schreibt ein Inspektor Wakfididid aus India, dass seine Frau aus Jammu und Kaschmir viel Chanda zahlte und die höchste Chanda-Zahlende ist. Und sie fragt immer, was der Kalif der Zeit, welche Erwartungen er an das Budget hat. Und dann lässt sie ihr Budget auch dann schreiben und zahlt das. Auch in diesem Jahr hat sie ihr Versprechen gegeben und auch von ihrem Mann, von ihrem verstorbenen Mann aus über 20.000 eingezahlt. Dann schreibt der Inspektor Kvijdid, als man zu ihm, zu einer Person ging, um die Chanda zu nehmen, das ist ein Khaja Sahib, und er erzählt immer, wie Allah ihn segnet. Er sagte, dass er vielen armen Menschen die Fähigkeit gegeben hat und ihnen gelehrt hat, Handel auszuüben, und sie sind jetzt so weit, dass sie ihren eigenen Handel haben und mich einen Wettbewerb mit mir gestartet haben. Möge Allah ihnen auch die Kraft geben, dass sie auch in der Chanda einen Wettbewerb untereinander starten. Es sind viele unzählige Ereignisse von Kindern und Frauen und Männern über die Opferbereitschaft, der finanziellen Opferbereitschaft. Das heißt, sie geben auch selbst viel aus. Sie sind nicht nur abhängig von dem Geld, das sie von auswärts bekommen. Und sie versuchen, auf ihre eigenen Beine zu stehen, sich selbst zu finanzieren, so wie es auch in diesen Ereignissen erwähnt worden ist. Und das alles geschieht unter dem Geist eines Ahmadis, dass Allah im Heiligen Koran uns dazu aufruft, finanziell zu opfern. Und auch der verheißene Messias al-Islam hat in dieser Zeit uns die Wichtigkeit erläutert und gesagt, dass der Mensch in der Welt sein Geld sehr liebt. Deswegen heißt es auch in der Traumdeutung, wenn der Mensch im Traum sieht, dass er seine Leber rausnimmt und jemandem gibt, dann heißt das, dass er viel spendet.
wahre Frömmigkeit und Rechtleitung, für die wahre Rechtleitung sagt Allah, Lantanal Birra Hatatun Fikum Mimatohibun, wahrlich wahre Freude und Tugend werdet ihr nicht erlangen, solange ihr nicht von dem spendet, was ihr liebt. Das ist ein großer Teil der Liebe zu den Menschen und das ist ein Teil des Glaubens, ohne dass der Glaube nicht vollkommen sein kann. Der Verheißene Messias sagt, solange der Mensch nicht sich selbst seine eigenen Wünsche beschränkt, kann er anderen keinen Nutzen bringen. Der Mensch muss genügsam sein und Opfer zeigen. Und das steht auch in dem Vers, Lantanalul Birra Hattatun Firume Matohibun. Das ist die Lehre, die dort steht. Das heißt, dass man das Geld für Allah spenden sollte. Und das ist eine Segnung von Allah, dass man die Möglichkeit bekommt, das zu machen. Abu Bakr Raziallahu Ta'ala Anhu hat ein Niveau an Waqf und an Opfer erbracht, als der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, dass er für den Glauben das benötigt, gab er sein ganzes Gut hin. Möge Allah alle Opfernden segnen und allen Menschen, die finanzielle Opfer erbringen, mit großem Segen erfüllen. Ich möchte nun die Analyse des letzten Jahres vorstellen. Das war das 56. Jahr des Waqf-e-Jadid und jetzt beginnt 2014 beginnt das 57. Jahr des Waqf-e-Jadid. Im letzten Jahr, im 56. Jahr, hat durch die Gnade von Allah in Waqf-e-Jadid wurden 5.800.000 Pfund eingenommen. Das sind 460.000 Pfund mehr als letztes Jahr. Und dieses Jahr hat Großbritannien den ersten Platz belegt. Das heißt aber natürlich, ich habe früher immer Pakistan weggelassen, aber dieses Jahr hat Großbritannien Pakistan geschlagen und den ersten Platz vor Pakistan eingenommen. Und erster Großbritannien, dann Pakistan, USA, Deutschland, Kanada, Indien, dann noch zwei andere Länder und dann Belgien. Durch die Gnade von Allah hat Großbritannien dieses Jahr ein großes Opfer erbracht und viel eingenommen. Möge Allah alle Menschen, die das getan haben, segnen. Die USA und Deutschland sind sehr weit abgeschlagen. Sie müssen viel machen, wenn sie Großbritannien schlagen wollen. Und auch Großbritannien muss sich bemühen, um das aufrechtzuerhalten. Sie haben einen großen Sprung gemacht und vielleicht einen sehr, sehr großen Sprung. Einige Leute werden mir den Vorschlag geben und auch unter Sachem Sirabe geschah es einmal, dass Pakistan an zweiter Stelle war irgendwo und dort es kann sein, dass ich den Vorschlag bekomme, dass ich von irgendeiner Seite aus mehr spenden soll dass einen Aufruf machen soll, dass Pakistan weiterkommen soll. Das werde ich nicht tun. Das ist der Segen von Allah und das werde ich deswegen nicht tun, damit jeder, der mehr spendet, auch die Segnungen bekommt. Aber man muss sagen, dass Pakistan einen besonderen Stand hat, weil die Leute dort sehr arm sind und auch die Rupie ist so sehr gegenüber dem Pfund geschwächt. Und dann die Situation der Ahmadi-Muslime dort ist so schwach und so, sie bringen große Opfer und haben eine besondere Stellung, einen besonderen Rang. Möge Allah sie segnen und ihre Schwierigkeiten beseitigen und Vereinfachungen für sie schaffen. Denn wenn auch etwas Vereinfachungen dort kommen, werden die pakistanischen Ahmadis nächstes Jahr selbst ohne externe Hilfe vielleicht den ersten Platz belegen. Aber auch Großbritannien hat einen großen Sprung gemacht. Möge Allah sie dafür segnen und Zekri Sahab, Waqf-e-Jadid und Amir Sahab sollten
jetzt mehr beten und mehr auch unternehmen. Dann die großen Jamaats, die die größten Opfer erbracht haben pro Kopf. Als erstes ist eine Jamaat aus dem Nahen Osten, dann USA, dann Schweiz. 43 Pfund ist in den USA pro Kopf Einkommen. Also Schweiz, Belgien, Großbritannien. Das heißt, in Großbritannien ist die Anzahl auch erhöht worden. Dann Frankreich, Kanada, Japan, Singapur, Deutschland, Norwegen, 29 Pfund pro Kopf. Die Anzahl der Teilnehmer ist 100.044.000. Das, die meisten davon sind jetzt, die neu dazugekommen sind, aus den USA und aus Afrika. Auch die afrikanischen Namen, die sollten sich das notieren, dass sie ihre Listen schicken sollten, auch wenn es wenig ist, sie sollten ihre vollständigen Listen schicken, damit man weiß, welche Jamaat wie viel gespendet hat. Burkina Faso, Benin, Sierra Leone, Gambia, Niger, Elfenbeinküste, Tansania, das sind die Jamaats, die den größten Zuwachs an Leuten, die neu an diesem Tahrik gekommen sind, teilgenommen haben. In Pakistan sind die ersten drei Jamaats erster Lahore, dann Rabwa, dann Karachi. Unter den Zillas ist Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Narowal, Hyderabad, davor noch Multan. Dann in Daftar-e-Tfal sind die drei großen Lahore, zweiter Karachi, dritte Stadt ist Rabwa. Und unter den Tfal hat Sialkot, Rawalpindi unter den Zillas. Also Sialkot hat sowohl unter den Kindern als auch unter den Älteren den ersten Platz belegt, unter den Zillas. Dann Rawalpindi, Gujranwala, Sargodha, Gujarat, Multan, Nanakana Sahib. Was Gesamteinkommen angeht, sind die ersten Jamaats in Großbritannien Billingham, Birmingham, Gillingham, Masjid Fazal, Ulster Park, Hounslow North, Wimbledon, Bradford South, Walham, New Walton. Und Regionen Middlesex, South, South Region und London, Midland, Northeast. Unter den kleinen Jamaats Spanwelly und Bramley, Devon in Conwy und Northampton. In den USA, Los Angeles, Silicon Valley, Detroit, Seattle, Los Angeles, Ost, Central Jersey, Silver Spring, Central Virginia, Dallas, Boston. In Deutschland, die fünf größten, Hamburg Nummer 1, Frankfurt, Groß-Gerau, Darmstadt und Wiesbaden. Und die von dem Einkommen Rödermark, von den Jamaats Nidda, Friedberg, Mainz, Fulda, Neuss, Raunheim, Süd, Koblenz, Hannover und Köln. In Kanada Calgary, Peace Village, Vaughan und Vancouver. Unter den kleinen Jamaats Edmonton, Ottawa, Saskatoon South. Und von dem Gesamteinkommen her in Indien die Bundesstaaten Nummer 1 Kerala, Nummer 2 Jammu Kashmir, in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Qadian, Punjab, Maharashtra, Uttar Pradesh. Und in die Jamaats in Indien Kerala, Calicut, Kannur, Hyderabad, Qadian, Kolkata, Chennai, Bengali, Bangalore, Rishinagar. Möge Allah alle Opfernden segnen. Eine Janaza werde ich nach den Gebeten verrichten von Yusuf Latif Sahib aus Boston, USA. Er ist am
23. Dezember verstorben, im Alter von 93 Jahren, in Allahi wa Allahi Rajiun. Im Jahre 1920 wurde er geboren in Tennessee. Und er las die Bücher des Verheißten Messias al-Islam und von der Muslimwut und machte im 1948 das Bad. Er war einer der ersten afroamerikanischen Ahmadis. Viele Menschen, er sagt, dass viele Menschen mir sagten, dass ich das Bad machen soll. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich die Wahrheit nicht akzeptiert. Er war an verschiedenen Universitäten als Professor unterwegs und hat verschiedene Bücher geschrieben und auch eine Autobiografie geschrieben. Er war ein sehr großer, eine große Persönlichkeit und hat in viele große Zeitungen in der USA haben darüber berichtet. Auch Präsident Clinton hatte ihn eingeladen im Weißen Haus. Und er war ein Afroamerikaner, aber ging mit Shalwar Kameez dorthin. Und er hat den größten Award in seinem Beruf erlangt. Er war ein Ahmadi und hat seinen Glauben niemals aufgegeben, hat viel über Musik geschrieben, aber niemals ging er irgendwo hin, wo Alkohol getrunken wurde oder andere Dinge gemacht wurden. Er machte auch Hajj und Umrah und war in den Chandajat sehr aufrichtig. Der Local Sekretär sagt, dass er während des Monats, immer wenn er sein Einkommen bekam, ging er zu ihm und zahlte die Chanda ein und sagte, ich weiß heute genauso wie damals, als ich das Bett machte, dass der Weg der Ahmadiyyat der wahre Weg ist. Und das ist der Weg, den der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Und ich weiß, dass niemand zerstört werden kann, der diesen Weg geht. Und ich weiß, dass ich und meine Familie Erlösung finden werden in diesem Weg. Und ich glaube daran, dass die Ahmadiyyat die Lehre ist, die unter den Menschen Brüderlichkeit pflegt. Er ging auch nach Qadian und nach Rabwa und auch im letzten Jahr war er in London auf der Jalsa. Er liebte das Khilafat. Er traf auch Khalifa Masih Salis und Khalifa Rabbi und auch mich traf er. Er war sehr krank. Auch auf der Jalsa Islana war er im Rollstuhl. Er war ein sehr frommer Mensch, der betete, der viel betete. Auch das Nawazi Jumma immer regelmäßig betete. Er war ein sehr liebevoller Mensch, aufrichtiger Mensch. Und auch er liebte alle Menschen, nicht nur Ahmadis. Er war lange Zeit, hat er der Jamaat gedient. Er machte Tablir. Er gab Jamaat-Literatur an seine Freunde. Und in seiner Tasche hatte er immer Flyer bei sich und verteilte diese auch im Flug und unter den Passagieren. Und auch für blinde Menschen ließ er Bücher veröffentlichen. Er war Musi, eine Frau Aisha Latif Saiba und einen Sohn Yusuf Latif Saiba hat er hinterlassen. Möge Allah allen Geduld schenken und seine guten Taten ihnen die Möglichkeit geben, seine guten Taten weiterzuführen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
Ja, ihr so gung la la gung, tazakkaru. Uskurullah, ja, skurkum, wadu hoyas tajib lakum, wala zikrullah, ja, akbar.